Beredet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Hey, vielen Dank fürs Einschalten bei dieser neuen Podcast-Folge, die jetzt gleichzeitig auch als Video aufgenommen wird. Also schau gerne auch mal bei Instagram vorbei oder bei YouTube, denn es geht um eine neue Aktion, beziehungsweise um die nächste Aktion. Der Glücksklick 2022 startet nämlich ab jetzt wieder. Der Glücksklick 2022 ist eine Weihnachtsspendenaktion, die ich ins Leben gerufen habe vor 3 Jahren. Und ich sammle quasi im Dezember in der Vorweihnachtszeit Geld von meinen Hörerinnen und Hörern via PayPal. Und zwar 1 Euro mindestens, den man spenden kann. Natürlich, wenn du gerne mehr spenden willst, kannst du das auch gerne tun. Aber im Grundsatz ist es ganz easy. Deswegen auch Glücksklick, weil du brauchst nur deinen Daumen höchstwahrscheinlich, um auf deinem Smartphone die Transaktion zu bestätigen. Und 1 Euro, auch wenn es für viele gerade eine harte Zeit ist, aber vielleicht hat der eine oder andere ja mindestens 1 Euro übrig, den er noch spenden kann. In diesem Jahr geht das Geld wieder, ich sage wieder, weil ich das im letzten Jahr auch schon unterstützt habe, an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Kassel. Dieser Verein und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um schwer erkrankte bzw. tödlich erkrankte Kinder und Jugendliche und helfen denen in den letzten Wochen und Monaten noch ein einigermaßen erträgliches Leben zu gestalten. Und das kostet natürlich auch Geld, weil ganz viel Materielles auch dahinter hängt. Es sind Kosten, die entstehen, die gedeckt und getragen werden müssen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wissen wir alle, ist es gerade gar nicht so einfach, diese ganzen finanziellen Belastungen zu stemmen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du vielleicht auch Lust hättest, mit einer kleinen Spende diesen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Kassel zu unterstützen. Im Grundsatz steht alles in der Beschreibung unter diesem Video oder in dieser Podcast-Folgen-Beschreibung nochmal drin, wie du dran teilnehmen kannst und was du machen kannst. Hier der Schnelldurchlauf. Du kannst via PayPal spenden und zwar an die E-Mail-Adresse info@podcasttalk.de. Wenn alles richtig eingegeben ist, siehst du auch schon so einen blauen Hintergrund mit, glaube ich, so einem Daumenabdruck und glaube mein Gesicht oder das Logo vom Beredet-Podcast. Bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher, was du siehst. Aber auf jeden Fall wirst du sehen, dass es um den Glücksklick geht. Und dann kannst du quasi in den Text ganz kurz reinschreiben, Glücksklick 2022 oder so, dann weiß ich, dass die Spende dafür gedacht ist. Und die Spende oder dein Spendengeld geht 1:1 an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Kassel. Alle Unkosten und Gebühren, die entstehen, die übernehme ich. Einen kleinen wichtigen Hinweis aber noch, wenn du Geld schickst, dann mach es bitte als Freunde- oder Bekannte-Transaktion, nicht als Geschäftstransaktion, weil dann werden dir Gebühren von dem Geld abgezogen und es kommt nicht alles bei mir an. Also wenn du Geld spendest, es dann gerne mit dem Hinweis, dass es sich um Familie, Freunde handelt und dann wird quasi auch nichts von abgezogen. In den nächsten Wochen und Monaten, bekommst du immer wieder jeden Sonntag einen kleinen Zwischenstand, wo wir denn gerade stehen, wie viel Geld wir schon eingesammelt haben. Und in den letzten Jahren habe ich immer am 1. Dezember gestartet. Jetzt ist der erste Advent, wenn ich richtig gerechnet habe, aber schon im November, sodass ich mich dafür entschieden habe, wir fangen ab heute schon an. Ab heute geht's los. Bis zum 31. Dezember kannst du quasi spenden. Du kannst auch gerne dieses Video, den Beitrag, die Podcast-Folge teilen oder weiter sagen, dass möglichst noch viele andere mitmachen würden. Ich würde mich freuen, wenn es klappt und wir eine richtig tolle Spendensumme zusammenbekommen. Und von daher lass uns gerne ein bisschen was zusammentragen. Ich würde mich mega freuen, wenn du mitmachen willst. Wie gesagt, 1 Euro via PayPal an info@podcasttalk.de. Wenn du jetzt über einen anderen Weg was spenden willst, dann schreib mir einfach eine Direktmessage, dann kann ich dir noch eine Alternative anbieten und dann kommen wir da irgendwie zusammen. Also, wäre cool, wenn du mir helfen würdest und mich und mein Projekt unterstützt. Vielen Dank schon mal alle die, die schon gespendet haben. Es sind nämlich schon einige Spenden schon vor dem offiziellen Start angekommen. Das ist großartig und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort werden sich total riesig darauf freuen. Im Januar wird dann das Geld übergeben. Du bekommst dann auch den Hinweis und ich poste dann auch die ganze Übergabe und sowas, damit du siehst, dass das Geld auch dann wirklich da ankommt, wo es hingehört. Da will ich dann offen und transparent arbeiten und
Ja, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das war's. Diesmal eine kurze, knackige Podcast-Folge. Alle Infos, alle Kontaktdaten, wie gesagt, in den Shownotes, unterhalb dieser Folge oder in der Folge oder unter dem Beitrag, unter dem Video, unter dem Bild. Mein Gott, es gibt so viele Möglichkeiten, gerade in Kontakt zu treten. Danke für deine 5 Minuten Zeit. Dir eine schöne Weihnachtszeit, bleib hoffentlich weiterhin gesund und lasst einen Euro da. Das kriegen wir hin. Bis dann.